Counter-Strike bedeutet für mich Leidenschaft, weil es ist halt mein Hobby. Beziehungsweise ich habe mein Hobby zum Job gemacht irgendwo, also es ist ein Nebenjob, kann man schon sagen. Wenn die Leidenschaft nicht wäre, würde ich das nicht spielen, würde ich das nicht so anstreben oder beziehungsweise versuchen, so höher zu kommen oder auf der Welt der Beste zu sein. Das Internet, mein Handy plus ein paar Nebenkosten wie Sprit oder sonst irgendwas kann ich damit durchzahlen, aber eine Miete davon nicht. Man sagt ja auch, wir sind irgendwie so unordentlich oder rasieren uns nicht oder waschen uns nicht oder so, das stimmt ja alles nicht. Kellerkinder. Genau, Kellerkinder ist das richtige Wort und ich will zeigen, dass es halt auch dass es ganz andere Seiten gibt und dass so wie ich auch alle Leute sich auch rasieren, duschen, rausgehen und feiern und sowas, das ist halt alles wichtig. Ich habe viele große Städte in Deutschland gesehen wegen des Spielens. Ich habe diverse Female Cups im Internet mit meinen Teams gewonnen. Ich habe mir die Teilnahme an den Weltmeisterschaften erarbeitet. Das sind halt so alles positive Sachen, die ich nicht missen möchte. Das sind zwei verschiedene Welten, die virtuelle Welt sowie auch die reale Welt. Und ich kann sehr gut darunter unterscheiden. Und nichts, was ich hier mache, würde mich jemals dazu veranlassen, das im echten Leben zu tun. Ich bin total gegen Gewalt, total gegen Krieg. Und auch wenn ich jetzt kann sagen, ja, du spielst aber ein Ballerspiel. Ja, aber ich meine, im Grunde mache ich ja hier keinen Krieg. Das sind, wie gesagt, nur Daten. Da schade ich niemanden. Keiner stirbt davon. Keiner hat irgendeinen Schaden davon. Dementsprechend ist es auch für mich kein Krieg. Im Wettkampfmodus wird das Spiel so gespielt, dass die zwei Teams, die zwei Kontrahenten, die gegeneinander antreten, jeweils einmal als Polizist und einmal als Terrorist starten. Es werden insgesamt 30 Runden gespielt, 15 Runden auf jeder Seite, sprich nach 15 Runden werden die Seiten gewechselt, die ehemaligen Terroristen werden dann das Amt der Polizisten übernehmen und dann wieder umgekehrt. Unsere Turniere und die großen Wettkämpfe werden alle im 5 gegen 5 Modus ausgetragen. Ich spiele ja noch immer, obwohl ich eigentlich in Anführungszeichen keinen Grund mehr dazu habe. Ich hab nicht mehr den Elan, irgendwie auf die nächste Weltmeisterschaft zu fahren. Obwohl ich mir manchmal immer noch denke, okay, jetzt kribbelt's, jetzt macht es doch eigentlich wieder Sinn, ne? Wenn man so eine gute Runde hinter sich hatte, so boah, eigentlich könnte da auch wieder anfangen. Aber das Thema ist durch. So ist das halt mit Leidenschaften. Die lassen einen einfach nicht los, auch wenn man eigentlich mit seiner aktiven Karriere aufgehört hat. Solange es noch Spaß macht, solange ich Zeit habe, werde ich das noch spielen. Aber es ist nicht wichtiger als andere Sachen. Die engsten Menschen, die man in der Regel hat, ist die Familie einfach. Wenn es um meine Geschwister geht oder meine Eltern, dann komme ich halt sofort, wenn irgendwas nicht stimmt. Es gibt halt wenig Menschen, die einem nahe stehen, weil sie halt gewisse Qualitäten haben, die sie zu so besonderen Menschen machen. Und an denen muss man halt auch halten. Also du kannst 1000 Freunde haben, aber ein Freund reicht mir schon. Also ein guter, also ein wirklicher Freund. Ich habe keine Freundin, die reitet und auch spielt. Das sind halt schon, die verstehen sich zwar untereinander alle, also wir gehen auch zusammen feiern, aber die Hobbys überschneiden sich nicht wirklich. Was ich halt mache, ist zum Beispiel Arbeitskollegen mit an den Stall nehmen, weil die das ziemlich interessant finden und also als Abwechslung einfach, damit die sehen, was ich auch mache, wenn die da Interesse dran haben. Was sagen denn die Mädels zum E-Sport? Also die meisten haben mich ja so kennengelernt und dementsprechend haben die sich halt damit arrangiert. Und jetzt, es gibt niemanden, der sich negativ darüber äußert. Die sagen, du bist verrückt, aber das ist halt, auch wenn ich nicht spielen würde, wäre ich verrückt. Deswegen, das nimmt sich alles nichts. Also es sind so vier Komponenten präsent in meinem Leben. Es ist halt das Studium, meine Arbeit, das Reiten und das Zocken. Und ich versuche halt,
ich meine, ich mache alles gerne und es ist so schwer, da immer die richtige Balance zu finden. Es gibt Zeiten, da überwiegt das eine, dann gibt es wiederum Zeiten, da überwiegt das andere. Aber ich versuche halt für alles gleichmäßig Zeit aufzuwenden, weil ich halt alles total gerne mache. Das Ding ist, ein Profi zeichnet sich halt nicht dadurch aus, dass er einfach die ganze Zeit am Computer sitzt, sondern einfach darin, wie gut er in diesem Spiel ist. Ja, es ist eigentlich ziemlich groß hier. Es hat 2 Stockwerke. Da sind die Treppen dazu. Hier ist unsere Snackbar und Getränke, Erfrischungen, je nachdem, wenn man hier zum Beispiel als Team vor Ort ist oder wenn man zum Beispiel Fußball gucken will an dem Beamer hier. Natürlich haben wir hier auch ein paar nette Fanbilder wie auch Spielerbilder an der Wand. Die sind einfach bei einem Event aufgenommen worden und zeigen einfach nur spontane Leidenschaft, würde ich sagen. Seid ihr denn eher Arbeitskollegen oder eher Freunde? Eher Freunde, würde ich sagen. Also vor allem, wenn man so lange miteinander zusammenspielt, mit 2 meiner Mitspieler spiele ich schon seit 3 Jahren, da entwickelt sich auf jeden Fall automatisch auch eine Freundschaft dazu. Und ich denke, wenn diese Freundschaft nicht wäre, würde man auch nicht weiter so zusammenspielen wollen. Weil Freundschaft verstärkt einfach diesen Band und die Ambition und die Verantwortung, die man für den Mitspieler sozusagen hat, zwingt oder nein, bringt einen dazu, mehr zu leisten. Wenn man zu einem gewissen Punkt kommt, dass man alles gemacht hat und es sich nichts verändert, dann weiß man, das soll nicht so sein. Und ab dem Zeitpunkt war das halt für mich so dann entschieden. Das hat so keinen Sinn, dass wir so zusammenspielen. Wir brauchen eine Veränderung. Ringe ist für mich mein Leben. Und man braucht von allem so ein bisschen was. Man braucht Kraft, man braucht Ausdauer, Schnellkraft, Technik, Schnelligkeit und natürlich so dann die persönliche Eigenschaft der Ehrgeiz, Zielstrebigkeit und Disziplin. Zuerst gehe ich, wenn das Wetter jetzt nicht so optimal ist, zum Laufen zur Physiopraxis, wie heute jetzt zum Beispiel. Ich ringe in der Gewichtsklasse bis 48 Kilo und mein Normalgewicht ist zwischen 53 und 54 Kilo. Und zum Wettkampf bei einer Europa-Weltmeisterschaft, Deutsche Meisterschaft, muss ich immer genau 48 Kilo wiegen, um überhaupt starten zu dürfen. Am Anfang, weiß ich noch, in der Schule wurde ich oft gehänselt, haben sie immer gesagt Mannsweib, weil dann das Kreuz gekommen ist und die Muskeln, aber das habe ich weggesteckt und da stehe ich drüber, weil das gehört einfach dazu zu meinem Sport. Also ich muss gestehen, ich habe den Kampf seit der Weltmeisterschaft einmal nur einen kurzen Ausschnitt gesehen, weil es für mich immer schwierig ist, die Kämpfe anzugucken. Und das ist Wahnsinn. Also ich kann jetzt gerade irgendwie so richtig nachempfinden, was ich da auf der Matte gefühlt habe. Da kam es zu einer Challenge, dann wird die Situation neu bewertet, die Kampfrichter gucken sich das nochmal an. Ich habe gedacht, ich muss sterben. Ich habe gedacht, Mensch, jetzt macht mal die Augen auf und guckt mal richtig. Okay.
Das war überwältigend. Danach ist so riesen Ballast von einem gefallen und ich habe mich unendlich gefreut. Das war richtig cool. Ja. There's nowhere that I wouldn't follow. There's nothing that I won't do for your kid. Bei mir war das so, ich war zwischen Voltigieren und Ringen, war ich sogar mal kurz in der rhythmischen Sportgymnastik. Und das ist, wenn man es so nimmt, das krasse Gegenteil, weil ich sage es mal überspitzt, das sind so die, ich sage immer gern Tussi-Sportarten, wobei ich jetzt nicht sage, dass das alles Tussis sind, aber das sind halt so die, wo so richtig Mädchen sind einfach, wo sich schminke und hübsch mache und alles, das mache ich auch, aber jetzt nicht so, dass ich da so penibel bin und immer perfekt gestylt sein muss oder so, ja. Ich habe hier noch mal geguckt wegen dem Urlaub und dann habe ich der Kollegin eben gesagt, das Sun Island Resort. Also mein Freund, wenn er sich was in den Kopf setzt, dann will er das auch unbedingt und genau das dann zu finden, das war ein bisschen schwierig. Jeder unterstützt der andere, wo er kann, jeder hat seine Laune, aber das ist schon... Das ist bei ihr eher weniger der Fall, da bin eher ich so derjenige, der mal so ein bisschen ausdampfen muss. Ja, und verwöhne. Meine Krauleinheit, die ich jeden Abend bekomme. Genau, da weiß er immer schon, wenn ich mich auf den Bauch lege, jetzt muss er mir der Rücken kraulen. Ich glaube, die Kuscheleinheile, die sie dann so braucht, und ja, die tun mir ja auch gut. Mit Männern zu trainieren ist für mich natürlich schon härter, wie wenn ich jetzt mit Frauen trainiere. Ich habe jetzt hier auch einen guten Trainingspartner, der ist erst in der A-Jugend und ringt bis 54 Kilo. Durch das, dass er jünger ist, gleicht sich das dann aus, wobei er körperlich schon stärker ist jetzt wie ich. Und deswegen ist es super, weil ich mich an dem hochziehen kann praktisch und dann auch besser, stärker, schneller werden kann. Ja, mein größtes Ziel ist es natürlich 2016 nach Rio de Janeiro zu den Olympischen Spielen zu fahren. Wenn man so ein Ziel nicht vor Augen hat, kann man es auch nicht erreichen. Vor den Finals hatte ich überhaupt keine Lust, überhaupt dahin anzufahren, weil wir hatten außerhalb jetzt mal Schwierigkeiten miteinander durch Kommunikationsfehler. Also für Benny und mich war es so, wir wollten so schnell wie möglich dahin, wir wollten so schnell wie möglich unsere Sachen aufbauen und so wenig Kontakt wie möglich mit den anderen zu haben, weil wir halt so ein bisschen gebieft waren. Die Stimmung allgemein war so die schlimmste Finals überhaupt. Ich tue halt alles dafür, dass wir das auch schaffen und gebe auch alles dafür, egal was danach passiert. Das interessiert mich jetzt gerade nicht, weil jetzt gerade geht es nur darum zu gewinnen. Hier ist mein Spiel, ja. Ich freue mich da auch richtig drauf. Vor allen Dingen, weil wir auch ein, zwei Spieler haben, die mich schon in meinem E-Sport-Dasein mit ihrer Präsenz halt schon ständig begleiten. Das, ein Spieler, der, dem habe ich damals noch im Publikum zugeschaut und habe ihn angefeuert. Und das ist schon was Besonderes. Und jetzt stehe ich irgendwie auf der anderen Seite von diesen Events und ist toll. Man ist Teil eines Teams. Und wenn man sich da nicht wirklich zu 100% eingliedert und wirklich der Teamplayer ist und ein Teil des Ganzen, dann kann man nicht erfolgreich werden. Also man muss wirklich das Ich-Denken beiseite stellen und dann sich überlegen, wie muss mein Team jetzt funktionieren? Wie funktioniere ich als kleines Zahnrad in dem ganz großen System, um wirklich mein Team jetzt zum Erfolg zu bringen? Ja,
Das will ich halt auf jeden Fall haben. Nach dreimal Zweiter werden, wäre es irgendwann jetzt Zeit, bei dem Pokal mit nach Hause zu nehmen. Ich war nie wirklich nervös, sondern ich hatte Sorge, dass ich das nicht zu meiner eigenen Zufriedenheit löse, das Ganze. Und Lampenfieber oder so habe ich als solches Gott sei Dank nicht. Also mich kannst du vor Leute stellen und ich rede. Erstmal herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle schon dabei seid hier im Studio. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir haben natürlich hier nicht nur spannende Matches für euch, sondern auch. Es ist allgemein als Moderator nicht einfach und als Frau in der E-Sport-Szene sowieso nicht. Da habe ich halt den Anspruch an mich selbst, das erst recht gut zu machen. Meine Ansprüche an mich selbst sind immer sehr hoch gewesen. Damit natürlich auch ein herzliches Willkommen hier vom Castertisch mit unserem Co-Mod, dem Tobi. Und wir freuen uns natürlich auf ein schönes Match. Ja, Asmo dann nochmal in der Großaufnahme. Ja, und ihn und seinen besten Freund aus der Szene, QK Mantis, wird man ab nächster Woche nicht mehr bei Infacity sehen. Also nach diesem Event ist Schluss in dieser Konstellation. Wir gehen in den Knife Road. Einmal Applaus von vor Ort für die Teams. Und dann geht's los. Das Feeling ändert sich ständig in dem Game. Also man kommt von wütend bis überglücklich auf jeden Fall. Es ist immer so eine Gefühlsexplosion. Dann pumpt auch Adrenalin ziemlich stark durch den Körper, sodass man halt wirklich ziemlich schnell einen Herzrasen hat. Wenn ich so rüber gucke und sehe, dass er irgendwie so Kopfschmerzen hat und sowas, dann ist es natürlich nicht so ein schöner Anblick. Vor allem, wir sind gerade mitten im Spiel und ich will gewinnen und alles drum und dran, aber Gesundheit geht halt immer vor. Pro Karte haben beide Seiten einen Timeout, das heißt eine Pause, können die ziehen, um sich zu besprechen oder so. Oder wie bei mir halt einfach total die Kopfschmerzen. Wie kommt's? Schon länger? Ja, vor dem Spiel auch schon gehabt, aber jetzt wahrscheinlich durch die Konzentration klappt's fast. Und ja. Ich arbeite im ökumenischen Migrationsdienst in Karlsruhe. Ich bin ehrenamtlich tätig für Flüchtlinge und begleite sie auf verschiedene Wege. Wenn ich die Leute hier auf der Fußgängerzone beobachte, die gehen gerade shoppen, Uhren kaufen, Taschen kaufen, Hosen kaufen. Und in diesem Moment gerade, was weiß ich, wie viele tausend Flüchtlinge zum Beispiel in Afrika gefoltert werden, der Gedanke ist einfach unfassbar, nicht zu greifen. Ich bin jetzt seit einem Jahr und halb. Ich kenne hier ja viele Leute. Und es ist wie mein Land jetzt. Das ist ein Gefühl, dass man kann nichts erzählen oder erklären. Dieses Gefühl ist mit Angst und traurig. Man hat hier etwas hier gebaut. Man kann nicht weitermachen. Aus Sicherheit wollen wir bei der Härtefallkommission einen Antrag stellen. Man kann Freunde, Bekannte, den Nachbarn, jetzt zum Beispiel hier den Vormund, den damaligen Vormund, fragen, ob er beschreiben kann, wie, inwieweit er sich schon integriert hat. Wie geht's? Geht's gut, Marina. Guten Tag. Aha. Und warum bist du jetzt heute hier? Ja, die Ausländerbehörde hat mir einen Brief geschickt. Dass ich schon vielleicht nächsten Monat nach Gambia zurück muss. Mhm. Ja, ist das schon ein endgültiger Bescheid oder kannst du da noch Rechtsmittel einlegen? Ja, ich kann Rechtsmittel einlegen und Widerspruch machen. Okay. Was eine Idee wäre, währenddessen der Widerspruch läuft, erstmal zu sammeln, einen Antrag für die Härtefallkommission. Und dafür wäre es schön, wenn Sie dann doch was schreiben könnten. Mhm. Also ich bin der Meinung, dass inzwischen gut hier integriert ist. Er spricht sehr gut die deutsche Sprache. Er hat sich auch gleich für Fußball interessiert. Wir konnten ihn da einen Fußballverein vermitteln. Von daher also hat er sehr gute Fortschritte in der kurzen Zeit gemacht und ist eigentlich
schon ja, fast Deutscher, sag ich mal. Warum es gerade Migrationszentrum damals war, warum ich mich dafür entschieden habe, weil es ging ja auch Altenpflege oder sowas, war, dass meine Mutter selbst aus Ungarn kommt, aber sie lebt schon seit 40 Jahren hier. Und sie hat natürlich damals auch bestimmt Schwierigkeiten gehabt, sich erstmal hier einzuleben und deshalb auch diese Migrationszweig. Ich kenne Christian nicht so lange, aber in dieser kurzen Zeit, ich finde sie nett und ich habe Vertrauen. Ich vertraue sie. Ich denke, ja, sie ist ein guter Mensch. Zukunft, man kann alles machen, wenn man will. Es gibt viele Chancen. Die Zukunft ist einfach hier. Vor allem, als ich mein FSJ hier gemacht habe, habe ich schon auch die Fälle mit nach Hause genommen. Ja. Für sich jemand einzusetzen und wie dankbar sie dann zu sind, das zu sehen und wieder, man hat irgendwas in deren Leben erreicht, man hat auch deren Leben irgendwie verändert. Vor allem ist es eine Freundschaft, wenn man sich dann zum Beispiel auf der Straße, gerade ist man zu der Straßenbahn, bin ich letztens ausgestiegen und da war einer und dann habe ich schon ewig nicht mehr gesehen und haben uns erstmal umarmt und sowas auch noch schön. Wir sind jetzt hier in seiner Schule. Wir treffen uns mit seiner Klassenlehrerin, weil sie ihn eben persönlich kennt und uns ein gutes Schreiben geben kann für seinen Antrag. Guten Morgen. Hallo. Hallo. Und zwar geht es darum, dass ja sein Antrag auf Aufenthalt wegen humanitären Gründen abgelehnt wurde. Da bräuchten wir ein Schreiben von ihn, weil sie ihn einfach wirklich täglich kennen und täglich sehen und wissen, wie er ist. Du hast Glück. Ich habe wirklich schon was geschrieben gehabt. Das ist auch von der Schule abgestempelt, sodass man das auch wirklich wo vorlegen kann, unterschrieben. Und das können sie einfach mit dazu nehmen. Wenn es hilft, mache ich das gerne, weil hat das Recht, hier zu bleiben. Und ich möchte auch, dass er hier bleibt. Und da würde ich echt alles für tun. Mag es dir einen Vorschlag, damit es nicht verloren geht? Es ist schon ein Drama, in was für Situationen man jedes Mal die jungen Leute bringt. Die machen sich zu Recht bald ins Hemd. Man regt sie auf ohne Ende und vielleicht unterm Strich kommt gar nichts raus. Das finde ich einfach nicht fair. Also ich bin ja nicht mein erster Fall, aber bis jetzt sind alle da geblieben. Manchmal denke ich, dass noch mehr getan werden könnte für Flüchtlinge, eine Beratungsstellen, Leute, die wie ich ihnen helfen, zu irgendwelchen Ämtern zu gehen, die sich damit auch beschäftigen, weil die einfach Unterstützung brauchen. Wir warten auf Map Nummer 2. Die Mirage wird es sein. Da sehen wir nochmal Asmo im Bild und wir gehen rein ins Game. Die Knife Round geht live. Dot Pixels gegen Faculty. Zweite Map, bitte nochmal großen Applaus für beide Teams hier im Finale. Dot Pixels und Faculty. Dann geht's los. Knife Round. Wird sehr, sehr tief geneift. Dotpixels hat viel Druck gemacht gegen Action. Wer nicht fokussiert im Spiel ist, der wird wirklich auch Fehler machen. Und das kostet dann im Endeffekt ein Match, ein Spiel, eine Runde, die dann halt das Spiel entscheidet. Super spannend und es waren unfassbar knappe Matches und es war auf jeden Fall viel zu gucken und viel zu freuen, viel zu schauen. Und das ist immer schön, wenn die Spiele so publikumsfreundlich ausgehen, wenn es halt knappe Sachen sind, wenn es spannend wird, wenn man fiebern muss, wenn man mithoffen muss, das ist einfach toll. Also läuft sehr gut. Smoke.
Ich gehe einfach immer davon aus, dass ich der beste Spieler bin. Dementsprechend muss ich die beste Leistung bringen. So immer. Egal wann, egal wo, egal wie. So, und das ist halt nur so eine Einstellungssache. Nicht, weil ich mich über den anderen sehe, sondern weil ich mich selber damit ansporne. Und für mich war das so, ich werde gut spielen. Und das ist das Einzige, was zählt. Simon hat irgendwie blind den Frag gemacht. Sieht noch einen zweiten, kann nochmal Damage machen. Asmo und Krabi kommen beide Mitte kurz auf. Crispy low, Crispy down, Legia down. Und jetzt ist es Rax alleine gegen 5. Ladies and Gentlemen, wir haben einen neuen deutschen Meister. Crispy schreibt schon GG. Rax. Ja! Und das, meine Freunde, wird sicherlich das letzte Mal der Kreis sein, den man dort in dieser Konstellation bei Faculty sieht. Dass ein Faculty tatsächlich nach so vielen Niederlagen, nach so vielen Rückschlägen die letzten Saisons über, es dann geschafft hat, sich dann wirklich den Titel zu holen. Das war schon ein spannendes Spiel und ein Finale würdig. Ich wünsche jedem einfach Glück und das wir so viele, also beziehungsweise jeder von uns, so viele Pokale gewinnen, wie er kann. Wir sind zusammen jetzt Meister geworden. Wir zusammen, das wird uns für immer verbinden. Das ist das beste Ende, das man sich wünschen kann. Okay. Wirklich. Ich habe ja dann nochmal mit dem Asmo gesprochen und er war so glücklich. Und ich habe es ihm so gegönnt, weil er hat so hart dafür gearbeitet. Er hat da so viel Herzblut reingesteckt. Und er ist auch so einer, er opfert sich dann auch komplett auf fürs Team. Das haben die Jungs verdient. Ich würde zum MVP gewählt. Das ist sowas, also Most Valuable Player. Der halt wertvollste, der am meisten, sag ich mal, Leistung gebracht hat. Und also stolzer kann man nicht sein. Wenn mir mein Arzt sagen würde, du kannst jetzt nicht mehr reiten, weil dein Rücken das nicht aushält, dann weiß ich nicht, was ich machen würde. Und wenn ich meinen Rechner nicht hätte, wüsste ich auch nicht, was ich machen würde. Einen Traum habe ich mir ja schon erfüllt. Das war die Teilnahme an der E-Sports-Weltmeisterschaft, an dem Electronic Sports World Cup. Und der nächste große Traum von mir ist die Teilnahme an Olympia. Das dieses Mal halt als Reiter. Ich liebe den Reitsport, das ist ein ganz großer Teil von mir schon seit Jahren. Und es geht einfach nicht ohne. Wir sind einfach nur 5 Spieler, wir haben noch keine Organisation und nennen uns Team 10. Alle sehr jung, 20 bis 22 und alle sehr gut, sehr talentiert und haben auch schon viel Erfahrung. Unsere Leistung ist gerade sehr gut. Wir werden auch als die deutsche Hoffnung beschimpft. Liegentechnisch und alles, was wir sozusagen gerade teilnehmen, läuft wirklich spitze. Da ich mit N-Faculty eine Top-4-Platzierung erreichen konnte, also internationalen Bereich, ist mein nächster Schritt natürlich eine Top-3 oder darüber hinaus. Ich sehe auf jeden Fall eine gute Zukunft für uns.